Zeichen der Gezeit über der verborgenen Gravur ausführen. Du krümmst deine Hand, so wie Kaoru es getan hat, und bewegst sie über die Gravur der Welle. Dann beschreibst du mit dem Zeigefinger und dem kleinen Finger deiner anderen Hand den Bogen eines Halbmondes. Ein tiefes Grollen lässt den Boden erzittern und du hörst aus allen Richtungen das Geräusch von rauschendem Wasser. Margrin's fire casts light in dark places. Dass sich Kaoto übrigens gewundert hat, dass ich nicht alleine gekommen bin. Also ja, hier kann ich den Rückweg aufmachen. Wasserweg des Anstiegs und Kammer der Tränen. So, wenn wir die jetzt freilassen, sind die dann da oben angepisst auf mich? In diese tiefe, halbrunde Tafel ist ein Gegenstand eingelassen, der wie ein Behälter zum Verspritzen von Weihwasser aussieht. In diesem Kontext ähnelt der Gegenstand jedoch eher einem Hebel. In der Wand dahinter sind Bilder eingraviert. Eines zeigt eine aufsteigende Welle, eines ein offenes Tor. Den Gegenstand auf das offene Tor zeigen lassen. In der Ferne hörst du das mechanische Schnappen eingerosteter Schlösser und das Knarzen von Eisenscharnieren. Was? Haltet sie auf? Unsere Brüder und Schwestern, tut ihnen nicht weh. Wieder eine Stimme dringt an deine Ohren. Die Worte sind nicht auszumachen, aber du hörst Lachen, Weinen und Jubeln. Bald darauf ertönt dir der ferne aufgebrachte Schrei. Mit einem Klingen gibt die Maschine den seltsamen Stab frei. Du packst den Behälter weg. Let's hope we don't run into any of them on the way out. Hoffentlich begegnen wir keinem von denen auf dem Weg nach draußen. Das wollte ich nicht. Ich wollte aufs Tagebuch klicken. Ich habe Ondras Zeugen in meinem Besitz. Vielleicht gelang ich damit ins Reliquiar. Ich habe die Elbe befreit. Die anderen Undriten werden das sicher nicht gutheißen. Farantis will, dass die Ebbe befreit wird. Er sagte, dazu bräuchte man ein bestimmtes Relikt, das in der Halle des Schweigens liegt. Es ist dasselbe Relikt, mit dem Kaoto mir aufgetragen hat, die Halle zu überfluten. Ondras Zeuge. Also ja, ich sollte direkt nach oben ins Reliquiar und nicht nochmal mit Kaoto reden. Die heiligen Hallen entsiegelt. Blasphemie. Keinen Schritt weiter. Death.
Bulb. Ich wollte gerade fragen, ob der jetzt Hilfe ruft. Not a sound. Okay, ich habe ein paar töten müssen, aber komm jetzt zum Reliquiar hoch. Theoretisch hätte ich niemals mit Kaoto reden müssen, sondern einfach nur in sein Zimmer schleichen, sein Tagebuch lesen und dann unten rein müssen. Naja. So klappte das auch irgendwie. Oh, Kaoto ist hier You've oben. Made a grave mistake. I will correct it in Andras name. Du hast einen schweren Fehler begangen. Ich werde ihn in Andras Namen korrigieren. Not a sound. Hi? Following your lead. What? Yes. Ja, Alof sollte lieber mal umfallen. Andra wird sicherlich nicht glücklich drüber sein. Zucker. Eine gute Brigantine, was auch immer die hier oben macht. Incredible! A Titan right out of the stories! Oh, let's look inside! Der Weg vor dir führt zu den Außengebieten der Abtei. Was möchtest du tun? Bleiben und die Abtei erkunden. Hallen der Präsenz. Hallen der Präsenz. Und wo geht's da bitte hin? Da scheint es ja auch wieder reinzugehen. Nur glaube ich gerade nicht, dass ich da rein wollte. Hey, was?
Ach so, das ist einfach nur der, das war die Tür, die verschlossen war. Und dann gucken wir mal, was es mit dem Stein auf sich hat, ob es das dann war. Diese seltsamen Kristallformationen dieses Felsen sind auch nach ihrem Zusammenstoß mit den dicken Knochen dieses riesigen Schädels noch intakt. Die Kristalle scheinen eine eigene Wärme auszustrahlen. I'm here. Zwischen Reihen aus kristallinem Felsen eingeklemmt ragt ein großes Metallfragment hervor. Es sieht aus, als könnte es möglich sein, es herauszuziehen. Das Mikralfragment herausziehen. Durch die Berührung beginnt der Metallsplitter orange zu leuchten. Hitze steigt deine Hände und Arme hinauf und umschließt dich mit solcher Intensität, dass du das Gefühl hast zu schmelzen. Die Hitze breitet sich in der Welt um dich herum aus und färbt sie orange, dann gelb, dann weiß. Der Boden, der Himmel, alles um dich herum zerschmilzt zu Tropfen und beginnt sich unter dir wie in einer unsichtbaren Gießform zu sammeln und Gestalt anzunehmen. Der Splitter und du, ihr seid das Letzte, was schmilzt und hinabfällt. Als ihr in das Schmelzbecken fallt, vervollständigt ihr die Form eines gewaltigen Hammers. Das Metall kühlt so schnell wieder ab, wie es sich erhitzt hatte. Der Griff wird nun von zwei großen, ledrigen Händen ergriffen und der Hammer wird über eine Schulter gehoben. So breit und furchig wie eine Bergkette. Die riesige Gestalt wirbelt herum und hieft den Hammer in die Luft. Du fliegst eine scheinbare Ewigkeit nach oben in das luftlose Schwarz. Während du dich drehst, siehst du immer wieder kurz einen Felsen, der groß genug ist, um ein Mond zu sein. Er liegt nah an dieser Welt, zu nah. Die Wucht des Aufpralls zertrümmert den Hammer und den Stein. Der Felsen wird zurück nach außen geschleudert, aber ein Teil davon wird abgespalten und beginnt zu zerfallen. Im Sturz zerspringt der Stein an den Rissstellen. In 100.000 Fragmenten, die in alle Richtungen nach außen ausstrahlen, regnet Geröll durch die Atmosphäre, Rauch und Feuer nach sich ziehend. Land und Meere in der Tiefe sind noch weit entfernt, näher in sich aber zusehends. Sehen wir mal zum Meer, weil wir sind ja hier bei Ondra. Das größte der Fragmente, so breit wie eine Stadt, rast in einem feurigen Kokon abwärts. Die brennenden Ränder lassen den Felsen langsam schrumpfen, aber wird nicht rechtzeitig vollständig verbrennen. Er landet lautlos in weiten entfernten Ozean. Eine Wassersäule schießt in die Luft und kreisrunde Wellen breiten sich aus wie Falten in einem Stück Stoff. Dann erst zerreißt der Lärm den Himmel. Es klingt wie Donner. Zum Land ziehen. Während du auf die Erde zurast, siehst du mit jedem Augenblick klarer. Du steckst in einem gewaltigen Felsen fest und befindest dich in einem Schauer aus anderen kleineren Fragmenten, die überall um dich herum verbrennen und platzen. Unter dir erheben sich schneebedeckte Berggipfel, auf denen hier und da Städte aus Stein und Adra zu erkennen sind. Der Aufprall wird sie alle auslöschen. Der Schatten des Felsenfragments ist jetzt sichtbar. Es wird von Sekunde zu Sekunde größer. Du stehst nur noch wenige Augenblicke davor, auf dem Boden aufzuprallen, als sich plötzlich eine gewaltige Gestalt in deinen Weg wirft. Das Letzte, was du hörst, klingt nach einem weiteren erschütternden Aufprall, aber ist es nicht. Es ist ein Lachen, erleichternd und atemlos. Du hörst ein einziges Wort. Geschafft. Alles wird dunkel. Du öffnest deine Augen. Das metallene Hammerfragment hat sich gelöst und du hältst es nun in den Händen. Es fühlt sich warm an. Die Luft um dich herum ist plötzlich turbulent, gehässig. Ein kalter, feuchter Wind peitscht über dein Gesicht. Salzkristalle sammeln sich in deinen Nasenlöchern und den Falten um deinen Augen herum. Der Boden unter dir wird blau, grau und glasig schäumend und wogend. Und als du fällst, klatschst du ins Wasser.